Oh, Milana, sieh mal. Was für ein cooles Top. Meinst du, ich sollte es bestellen? Es ist eigentlich ganz cool. Bestell mir auch eins, aber in rosa. Gut, du und ich sind Freundinnen. Milana, mir scheint, du hast dich in Camille verliebt, nicht wahr? Ich? Warum denkst du das, Steph? Weil ich gesehen habe, dass du ihn nie aus den Augen gelassen hast. Du hast es dir eingebildet. Camille und ich sind Freunde. Mehr nicht. Das sind wir wohl. Hör mal, Kiba, stört es dich eigentlich nicht, dass wir Außenseiter sind? Nein, das ist mir eigentlich egal, solange sie mich nicht anfassen. Mich macht's wütend. Und Puzzle kotzt mich gewaltig an. Gut, was soll man jetzt machen? Das ist jetzt halt einfach so. Hör zu, kannst du nicht kämpfen? Nein, ich denke, dass jedes Problem mit Worten gelöst werden sollte. Das solltest du Puzzle erklären. Dann nicht kämpfen, aber wir müssen trainieren. Und wer soll uns unterrichten? Ich hab eine Idee, gehen wir. Oh, sieh mal, da kommen die Verlierer. Verlierer, ihr seid zum Kotzen. Selber, okay? Wir sind die Allercoolsten. Ja, Tor. Verdammt, diese Fußballspieler kotzen mich echt an. Vielleicht sollten wir sie mal vom Spielfeld vertreiben, wenn ihr versteht. Bist du verrückt oder was? Hast du diesen Hulk gesehen? Der wird uns mit seinem kleinen Finger erledigen. Marco, schau. Ist Puzzle da? Wer ist Puzzle? Der schönste von allen. Die sind alle irgendwie nicht schlecht. Nein, Puzzle ist der schönste. Schau mal, wer gekommen ist. Angie! Hallo, Jungs. Hallo. Angie, Puzzle ist hier. Halt die Klappe, okay? Sie ist nicht taub. Hey! Wer war das gerade? Verrück dich, Puzzle. Das war ein Versehen. Hör zu. Wir zeigen dir gleich mal, was aus Versehen ist. Seid ihr taub? Ich hab gefragt, wer es getan hat. Puzzle, lass uns kein Problem daraus machen, okay? Gib uns einfach den Ball zurück und gut. Nein, ihr habt das vor Angie getan und jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Wir fragen zum letzten Mal, wer hat den Ball nach Puzzle geworfen? Also ich. Und was jetzt? Ich glaube, Puzzle ist wieder in Schwierigkeiten. Wir sollten es dringend Lehrer Max sagen. Das war's, Trottel. Du bist fertig. Ja, Puzzle, gib ihm eine Abreibung. Du hast es echt mit mir verscherzt. Puzzle, warum so langsam? Zeig's ihm, okay? Was willst du jetzt machen, hä? Leute, was ist hier denn schon wieder los? Puzzle, bist du schon wieder hier dabei? Nichts, Lehrer Max. Wir wollten nur Fußball spielen, aber wir haben es uns anders überlegt. Gehen wir, Jungs. Leute, alles in Ordnung? Ja, Lehrer Max, uns geht's gut. Halt, lass uns das Training fortsetzen. Hör zu, Puzzle dreht wirklich völlig durch. Wir hätten ihm sofort zeigen sollen, wer hier die Herren im Haus sind, oder? Wir werden noch genug Zeit haben dafür. Er wird bestimmt weinen, wenn ich ihm die Angie wegnehme. Hulk, warum denkst du, dass Angie mit dir ausgehen wird? Ich hab gesehen, wie sie mich angeschaut hat, als wir Fußball gespielt haben. Oh, sie sind in ihrem Zimmer. Also, sag es. Ich verstehe das gerade nicht. Habt ihr die Räume verwechselt oder was? Wir haben ein Angebot für euch. Welches Angebot? Wir haben euren Konflikt mit Puzzle auf dem Fußballplatz gesehen. Wir sind auch wütend auf Puzzle. Nehmt uns in euer Team auf und wir werden ihn gemeinsam besiegen. Was? Seid ihr unverschämt oder was? Wir werden schon allein mit ihm fertig und wir werden uns nicht mit euch zusammentun. Ja, ich kann Puzzle ohne euch besiegen. Und jetzt raus mit euch, okay? Leute, wirklich, nehmt uns auf. Wir wissen nicht mehr, wie wir mit diesem Puzzle umgehen sollen, okay? Sollen wir euch Kaugummi geben? Ja. Oh mein Gott, warum sollten wir eure Kaugummis brauchen? Hey ihr, wenn ihr eine Aufgabe erledigen könntet, dann würde ich drüber nachdenken, euch in unser Team aufzunehmen. Und welche Aufgabe ist es? Also hört zu. Diese Notiz soll dem schönsten und charmantesten Mädchen auf dem ganzen Campus gegeben werden. Habt ihr mich verstanden? Halt, mach dir keine Sorgen, wir werden unser Bestes tun. Stell nur sicher, dass du es nicht verlierst.
Aber wenn das jemand herausfindet, dann wird Hulk nicht nur Puzzle erledigen, sondern auch euch. Versteht ihr das? Freunde, ihr könnt uns vertrauen. Alles wird gut, okay? Komm mit, Kiba. Hulk, es war eine schlechte Idee, denen zu vertrauen. Ich glaube, sie werden alles vermasseln. Moment, wir haben nicht gefragt, wem wir diese Notiz geben sollen. Bist du dumm? Natürlich an die neue, Margot. Sie ist die schönste hier. Ja, du hast recht. Hallo, Margot. Wie geht's? Was willst du denn, kleiner Mann? Ich hab was für dich. Was ist das? Eine Notiz. Gib sie mir. Nein, nur wenn du mir einen Kuss gibst. Verschwinde. Das ist unfair. Ich sagte, hau ab und nimm deinen Freund mit. Der erste Tag auf dem Campus und schon hat sich jemand in mich verliebt. Schauen wir mal. Angie, ich will mit dir ausgehen. Halb. Verdammt, was soll das? Na gut, ich kümmere mich später darum. Puzzle, warum hast du diesen Typen nicht auf der Stelle erledigt? Bist du dumm oder so? Hätte ich ihn zuerst geschlagen, dann sieh ich hier nicht mehr mit dir, okay? Sondern wäre im Krankenhaus oder sowas. Ja, stimmt. Du hast recht. Oh, Leute, seht mal. Marco kommt. Hallo, Jungs. Hallo, Marco. Puzzle, wir müssen reden. Alleine. Sprich hier. Ich habe keine Geheimnisse vor meinen Kumpels. Puzzle ist cool. Gut. Wie auch immer. Gut, warte. Bleib hier, okay? Verdammt, Margot ist echt cool. Ich würde mich mit dir treffen. Oh ja, ich auch. Oh, lass uns zusammen abhängen. Riesenidee. Hier, lies das. Was? Wofür ist dieser Zettel? Wenn du in mich verknallt bist oder so, sag's einfach. Du bist nicht mein Typ, Baby. Es geht um deine Angie und Hulk. Was? Aber das hast du nicht von mir. Ist der verrückt oder was? Was sitzt hier noch so rum? Hulk will sich an Angie ranmachen. Komm, gehen wir los jetzt. Verdammt, es war so lustig, wie Puzzle sich heute vor Angie blamiert hat. Du hättest ihm direkt eine Abreibung verpassen sollen oder so. Ich wollte es ja. Aber er tat mir irgendwie leid. Puh, Leute, endlich haben wir euch gefunden. Hulk, wir haben alles so gemacht, wie du es wolltest. Oh, die beiden haben es geschafft. Damit habe ich nicht gerechnet. Und was hat Angie in meiner Notiz geantwortet? Was meinst du mit Angie? Oh mein Gott, wem habt ihr meinen Zettel gegeben? Also an das hübscheste Mädchen auf dem Campus, Margo. Ich hab dir gesagt, dass du diesen beiden nicht vertrauen kannst, okay? Ich gehe jetzt und hol den Zettel von Margo zurück. Und was machen wir mit den beiden? Um die kümmern wir uns später. Okay. Verdammt, Bubble, wir haben's voll vermasselt. Mädels, könnt ihr euch vorstellen, dass Puzzle sich heute wieder vor Angie auf dem Fußballplatz blamiert hat? Na los. Das war's, meine Geduld ist am Ende. Jetzt geht's richtig los hier. Ja, komm schon, Puzzle, bring's in Ordnung, ja. Weiß jemand, was hier los ist? Puzzle muss die Dinge dringend mit Angie wieder ins Lot bringen. Ich habe es satt, die arme Angie. Camille, schneller, wir müssen pünktlich sein. Du bist so schnell, okay? Verdammt, wo wollen die denn alle hin? Es scheint, dass wir etwas übersehen also, haben. Was setzen wir hier herum? Lass uns nach oben gehen. Diana, kannst du dir das vorstellen? Puzzle wurde heute auf dem Fußballplatz vom Ball getroffen. Es war ihm so peinlich vor mir. Aber Puzzle... Angie, sag schnell, wo du ihn versteckst, okay? Wovon redest du? Und warum zum Teufel stürmt ihr in unser Zimmer? Stell dich nicht dumm, okay? Ich weiß, dass er hier ist. Dance, schau in den Schrank. Okay. Du bist dumm. Und fass meine Sachen nicht an. Er ist wahrscheinlich hier. Angie. Diese beiden haben alles falsch verstanden. Du bist das hübscheste Mädchen auf dem Campus. Ich will mit dir ausgehen, okay? Angie, hast du mich gegen diesen blöden Typen da eingetauscht? Was? Seid ihr alle dumm? Ich zeig dir gleich mal was Blödes. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Drei gegen Hulk oder was ist hier los? Hurra!
es wird auf dem Campus gekämpft. Husch, Leute, Lehrer Max kommt. Leute, was ist das für ein Geschrei hier?